Ein wolliger, echter Reizkerl. So, haben wir doch wieder ordentlich was zusammengesammelt. Jo, dann suchen wir uns jetzt wieder einen Händler raus und verkaufen mal eine Runde, was wir so haben. Und am nächsten Tag machen wir wieder sowas Ähnliches. Es sind sogar zwei Händler hier drin, das ist ja praktisch. Junger Mann, hast du einen Moment Zeit? Wie ist die Arbeit? Ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Boah, bestimmt. Kürzlich in die Jagd eingestiegen, hast du ein paar Tipps. Du musst eine Menge lernen. Vielleicht kann ich dir eines Tages unterrichten. Schön, du diesen noblen Zeitvertreib aufgreifen. Ja, siehst du, ist noch etwas Zeit, ne? Schönes Wetter heute. Jo, ich mag die Brise und die bunten Blätter. Der kann auch einen anderen Text sprechen. Schön. Sehr schön. Tut mir leid. Ich kann uns losen Gespräche. Ja. Wer bist du? Du bist Adelina. Bei Adelina will ich meinen Quatsch verkaufen hier. Adelina, zeig mal her, was du so hast. Du kriegst von mir 91 Stöcke. Soll sich ja lohnen. Du bekommst von mir 14 Riesenschirmpilze. Den anderen behalte ich, den finde ich schick. Den Pelz behalte ich, das Leder behalte ich, die Steine behalte ich. Mehr habe ich nicht für dich, aber hast du einen Moment? Sicher, worum geht's? Zack, was für ein Tag. Keine Zustimmung, schade, hast du einen Moment? Wie ist dir in letzter Zeit ergangen? Ah, mir geht es gut, was ist mit dir? Hast du einen Moment? Ja, alles klar. So. Mit den Herren der Schöpfung kann man hier auch ein bisschen quatschen. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht's? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich bin sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Na, siehst du, hast du einen Moment. Kürzlich in die Jagd eingestiegen. Ja, er weiß nicht viel darüber, aber. Das Gesamtpaket passt schon, ne? Schönes Wetter. Ne? Ziemlich warm, das gefällt mir. So, die sind aber irgendwie nicht daran interessiert, mit mir zu arbeiten, anscheinend. Filippo auch nicht. Du Brava. Ich glaube, mit der war ich so in Gange, ne? Nein, aber. Hast du einen Moment? Sicher, worum geht's denn? Was für ein Tag. Hast du einen Moment? Nee, ja, ist schon okay. Du bist ein Händler. Hast du einen Moment? Sicher, worum geht's? Zack. Dann würde ich auch nicht mit mir reden wollen, das ist richtig so. Ingada, hast du einen Moment? Sicher, worum geht's? Hast du mich zu dem Gespräch gehört? Oh ja, viel. Ja. Willst du irgendwann ein bisschen reden? Ja, hast du einen Moment Zeit? Zu dem Gespräch? Oh ja, viel. Super. Das ist schön, damit kommt man gut voran.
Die will eigentlich gar nicht mit mir reden. So wie das aussieht, aber sie kommt nicht drum rum. Sicher, warum geht's? Na, schönes Wetter. Ah, es klappt meistens, das ist schön. Tut mir leid, sie möchte es im Augenblick nicht. Ja, ist okay. Wildruder, hast du einen Moment? Ne, tut mir leid, jetzt sind so Gespräche, bla, ja, gut. Wo ist denn meine... andere Schönheit? Sambuja, da hinten. Hast du einen Mann? Sicher, worum geht's? Schönes Wetter haben wir. Ja! Siehste. So, ich möchte wieder flirten. Ich bewundere deine Hingabe. Sehr schön. Meine Dame, ich komme nicht umhin, deine wohlgeformte Figur zu loben. Auch solche Sprüche sind ja kacke, ne? Eben, genau. Ja, da muss man auch ein bisschen Feingefühl entwickeln. Ich hätte sie nochmal wegen ihrer Arbeit loben sollen. Naja, gut. Ein rauf und ein wieder runter. Kommt mit vor. So, ich habe mein bisschen Kleingeld gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Dann gehen wir jetzt wieder pennen. Gucken wir nochmal nach der Hasenfalle, ansonsten nehmen wir die da weg. Und stellen die hier unten irgendwo mit hin. Da haben wir dann vielleicht eher was von. So, zu Hause. Zack. Schlafen bitte. So. Dritter Tag im Herbst. Und ich bin ja fast geneigt, das gleiche nochmal zu tun. Wir gehen jetzt erstmal nach dem Hasen gucken. So. Wenn wir da jetzt wirklich nichts drin haben, dann stellen wir die woanders hin. Ah! Es hat geklappt. Sehr schön. Neues Level Jagd. Fähigkeiten. Jagd. Jagdwissen, plus 1 Skillpunkt auf Jagdaktivitäten. Bogenschütze, beide Bolzen haben eine 10% geringere Chance zu brechen. Ruhige Hand ist noch in Arbeit. Ja, dann ist das gar nicht mal so schwer. Was wir denn da skillen werden. Auch schön so ein bisschen. Ah, dieser Hochnebel. Der hat was. Da ist ein Pilz, den nehmen wir nochmal wieder mit. So, den Speer legen wir erstmal wieder zur Seite. Aber wir können hier erstmal schön fleißig wieder sammeln. Hallo, Pilz sammeln bitte. Gehen wir wieder in den Wald und gucken, ob wir auch entsprechend Tiere finden. Ach, Pilze. Pilze ist gut. Mit Pilzen bin ich auch einverstanden. Du trägst zu viel. Ach komm, wegen so ein paar Pilzen.
Pilze sind super. So. Auch wenn wir den bösen Fliegenpilz mit einsammeln. Kann man bestimmt auch was ganz Tolles mitmachen. Ich bin ganz sicher. Ja, Tannenzapfen. Cool. Also die Bodentexturen gefallen mir sehr. Was die hier so zwischen haben. Das ist schon schick. Oh, ein neuer Pilz. Ah, den bitterer Röhrenpilz. Davon habe ich auch schon mal hier gefunden. Ah, hier wieder Schirmpilze mitten auf dem Weg. Will ich gar nicht haben, Mensch. Die fallen hier drunter, ne? Stock. Ablegen beide. Komm raus. Ja. So. Denn ich finde wegen der Pilze hier. Ah, nicht den Stock nehmen. Bin allein der Pilze wegen in dem Wald. Und dem Getrappel, was ich gerade gehört habe. Das nicht selber war. Wegen der Tiere. Der Tiere. Na gut, so ein kleines Wildschweinchen an hier. Zack. Ah, gekonnter Wurf. Zwei Leder, vier Fleisch. Siehst du? Das will man mehr. Sag ich euch. Pilze will man ja. So, dann sind wir zur Hälfte wieder komplett vollgeladen. Dann gehen wir ans, ans Wasser brauchen wir gar nicht. Ich habe den Trinkschlauch voll. Ha. Haus. Wo ist denn das? Du hörst nicht eingezeichnet. Verdammt. Wir gucken auf die große Karte. Weiter nach rechts. Okay. Also gen Osten. So, dann können wir die noch wieder wegpacken und dann laufen wir jetzt rüber zurück ins Dorf und verkaufen die Pilze. Wunderbar.
So, dann sind wir auch schon wieder an unserer Hütte angekommen. Haben wir denn was dabei, was wir hier lassen können? Ja, können wir auch gleich verarbeiten, das Fleisch und Co. Also von daher. Schauen wir mal durch. So, dass wir die Pilze beim Händler loswerden. Dann gehen wir hier wieder zu Adelina. Diesmal steht sie nur auf ihrem Bett. Zeig mir deine Waren. Du bekommst von mir 41. Haben wir gut gesammelt. Riesenpilz. Riesenschirm da so, ne? Riesenschirmpilze, genau. Sehr gut. Edelreizkehr. Kannst du auch bekommen. Fleisch mit Soße behalte ich für mich. Also verdienen wir aber langsam. Achso, ich kann nochmal unter Ressourcen gucken. Nö, davon geben wir nichts ab. Das passt alles. Hättest du den Moment? Worum geht's denn? Ah, was für einen Tag? Funktioniert nicht. Schade. So, Moment, wie ist die Arbeit? Ah, ich genieße, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. So. Dagmara, diejenige, mit der ich hier so wie so ein Weltmeister am Flirt bin, oder nicht? Nein, ist sie nicht. Aber es ist eine von vielen. Hast du einen Moment? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Bringt nichts. Hast du einen Moment? Sicher, worum geht's? Ah, das ist gut. Hast du einen Moment? So. Ja, gut, wir haben drei schöne Gespräche geführt. Wildruder, wie sieht's mit dir aus? Wollen wir dann auch nochmal zueinander oder wird das eher nix so mit uns? So, hast du Moment Zeit? Sicher, worum geht's? Ne? Wie ist die Arbeit? Ja, ich weiß, es funktioniert hier meistens nicht. Und dann, sobald ein Negativpunkt dabei war, geht's auch rückwärts. Alberta. Viel ist zurzeit nicht zu tun. Das ist auch Händler, ne? Ja, da gibt's Essen, richtig. So.